Wieder Sturridge, der macht da außen jetzt Alarm, zieht in die Mitte, Pass in die Mitte. Da ist Insigne, da ist nochmal Sturridge. Und da könnte jetzt Benteke sein. Und jetzt Origi, Origi. Und da ist Insigne, Mann, warum? Oh, was ist denn los? Warum geht denn auch er nicht zum Ball hin? Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Die 7. Episode ist heute am Start und wir sind angekommen im November und machen heute weiter mit der Premier League. Unser Top-Torschütze ist momentan nicht mehr der Beste der Liga, wie ihr unten rechts gerade sehen könnt. Callum Wilson und James McLean haben ihn so ein bisschen eingeholt und deswegen müssen wir natürlich heute wieder mit Divock Origi erfolgreich sein. Wir schauen uns aber jetzt erstmal zunächst an, womit diese Episode weitergeht. Wir spielen in der Liga gegen den Verein, der uns aus dem Pokal rausgeworfen hat, gegen den FC Swansea und danach geht es ja im Dezember gegen Newcastle United, gegen West Bromwich Albion und gegen ja Watford United. Das sind auf jeden Fall, das ist nur FC Watford. Auf jeden Fall sind das die Spiele. Ich muss mal gucken, was genau ich spiele. Ich habe eigentlich schon hart Bock bis Leicester zu spielen. Ja, ich glaube, ich mache bis Leicester und dann spielen wir gegen Newcastle und wir spielen gegen West Brom und ich denke mal, das können wir auf jeden Fall so machen, simulieren dann das Spiel hier zu Hause gegen Swansea und sehen den St. James' Park. Wäre auf jeden Fall ganz nice, würde ich sagen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu Instagram, Twitter, Facebook und IG Vault. IG Vault auf jeden Fall auschecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Rabattcode MaxGamingTV, 6% auf eure FIFA-Coins, wenn ihr welche braucht, um euch noch Team of the Season-Spieler zu kaufen oder euch schon mal vorzubereiten fürs ja, MLS Team of the Season, beziehungsweise auch für die Footies, die ja noch kommen werden. Da kann man sich auf jeden Fall ganz gut eindecken. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Aber der Daumen nach oben ist natürlich der wichtigste Unterstützungspunkt, den ihr übrigens überhaupt irgendwie anstreben könnt. Ganz komische Satzkonstruktion. Ja, aber egal. 1000 Likes. 1000 Likes auf den Liverpool Karrieremodus wären mega, mega nice. Würde mich tierisch überfreuen für diese 5 Spiele. Denke ich mal, ist das in Ordnung. Und ihr seht es hier übrigens auch. Wir sind immer noch Tabellenführer in der Premier League und spielen heute ein Topspiel gegen West Brom. Und danach noch ein paar, naja, ich sag mal, gegen Southampton, gegen Leicester, wir spielen gegen Leicester, Swansea, Watford. Gut, Newcastle ist 9. Aber ansonsten gegen die absolut abstiegsgefährdete Truppe da unten. Dürfen wir mal gespannt sein. Und da haben wir wieder. Daniel Sturridge meldet sich einsatzbereit zurück. Unser englischer Stürmer, Flügelspieler und Heilsbringer. Freue ich mich drüber. Allerdings wird er natürlich nicht direkt einfach wieder reingeworfen, sondern muss seinen Platz zurückarbeiten und sitzt deswegen heute auf der Bank. Wer nicht auf der Bank sitzt, ist Brannigan, der hat gerade gesagt, er möchte heute nicht auf der Bank sitzen. Kann ich verstehen. Er wollte für einen zweiten Start, der vorher sowas fordert mit dem 62er Rating, der kommt dann nur in die Reserve. Die restliche Elf seht ihr hier: Karius, Can, Corker, Klein, Coutinho, Milner, Moreno, Götze, Firmino, Origi und Benteke. Das heißt momentan die Spieler, die gut in Form sind. Natürlich könnte man jetzt hier beispielsweise sagen, wir werfen einen Skrittel oder Läuferin rein oder halt einen Nachwuchsstar wie Boscali, aber die sind alle in unglaublich schlechter Form und deswegen lassen wir das einfach aus Prinzip schon mal sein. Zuletzt hat Swansea gegen Bournemouth unentschieden gespielt, gegen Norwich unentschieden gespielt und gegen Arsenal 0-2 verloren. Die spielen wie so viele Mannschaften in 4-2-3-1 und wir müssen schauen, wie wir es heute an der Anfield Road schaffen. Und nach 2 Minuten macht Benteke direkt das 1-0. Der Junge hat seine Chance definitiv genutzt und ist jetzt mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil geworden unserer Mannschaft hier. Moreno mit dem 2-0, sehr schön, mal ein Verteidiger, der trifft. Hatten wir ja bisher von den Außenverteidigern auch noch nicht. Nur Boscali, der bisher erfolgreich gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere. Nee, Can auch schon, ne? Naja, egal. Sturridge für Firmino, gibt also sein Comeback. Und Benteke macht den Doppelpack. Musonda kommt noch für Milner, Montero für Leroy Fer, Insigne für Coutinho. Sturridge macht bei seinem Comeback ein Tor. Also eine schönere Geschichte kann es echt nicht geben. Ja, Daniel Sturridge kommt nach 3 Monaten Verletzung zurück und macht das 4-0 gegen Swansea. Damit rächen wir uns dafür, dass wir im FA Cup gegen die rausgeflogen sind. Freut mich tierisch. Super. So bleiben wir vor allem auch an der Tabellenspitze. So, trainieren wir mal unsere Stars hier auf der Ersatzbank momentan. Zumindest Masuaku, Musonda, Ibe und Boscali. Boscali steigt aber auf 74, was natürlich sehr schön ist. Nebenbei bemerkt, mein Hals ist immer noch nicht in Ordnung, gehört eventuell. Und mein Internet, ich muss mal irgendwas checken. Ich habe normalerweise 50.000er Leitung, ja, beziehungsweise 100.000er Leitung. Aber komme momentan nur 2.000 an. Und Upload ist momentan auch nur 2.000, obwohl er mindestens 6.000 sein müsste. Ich weiß nicht, was da los ist, aber so nun nicht. Ui, Trainingsverletzung, Loris Karius, aber zum Glück fällt der nur einen Tag aus. Das wäre ganz bitter gewesen, hätte der eine längere Pause einlegen müssen. Wir sind bereit für das Spiel gegen die Magpies und wir sehen unten rechts, Everton und Chelsea haben uns überholt. Das heißt, wir müssen gewinnen, um den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern. Das ist unsere Mission in St. James' Park. Ich bin gespannt, ob eventuell Origi den ersten Platz der Torjägerliste zurückerobert. Aber das werden wir jetzt alles gleich rausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie und wir sehen uns gleich wieder.
Newcastle United empfängt den FC Liverpool. Der St. James' Park, eins der in meinen Augen schönsten Stadien in England, ist heute unser Schauplatz, unsere Spielstätte, an der wir die Tabellenführung zurückerobern wollen. Das Stadion sieht ausverkauft aus. Wir haben nicht das schönste Fußballwetter, aber auf jeden Fall auch kein schlechtes. Es regnet immerhin nicht und das ist doch gut. Wir sehen die Tabellensituation. Und damit, beziehungsweise das müssen wir heute auch bestätigen. Es geht Richtung Winter, aber unsere Spieler werden heiß, wie es bei Newcastle aussieht. Krull, Janmaat, Taylor, Mbemba, Dummett, Shelby, TOT, Sissoko, Wijnaldum, Avoe und Seydou Doumbia. Und auch auf der Bank sehe ich keine Transfers, also da hat sich nicht viel getan. Unsere mitgereisten Fans können heute mal wieder einen ihrer Youngstars bewundern, beziehungsweise sogar zwei Youngstars in der Innenverteidigung. Boscali und Chan stehen da, nämlich Boscali kriegt nach seinem Upgrade wieder mal eine Chance. Kleine Moreno auf Nordverteidigerposition, Karius im Kasten, davor Coutinho und Milner, Roberto Firmino, Divock Origi, Mario Götze und natürlich, ja, Christian Benteke vorne in der Sturmspitze, der ja zuletzt so treffsicher war. Mal sehen, wie es heute wird und hoffen wir, dass er, Kollege Doumbia, heute nicht treffsicher ist. Nathaniel Kleiner, glaube ich, ist ja die meisten Pflichtspiele bei uns gemacht und soll auch heute wieder vorbereiten. Wir sind das treffsicherste Team der Liga, das wollen wir heute unter Beweis stellen. Und damit werden wir wieder Tabellenführer in der Premier League. Auf geht's. Schön kombiniert, raus auf Alberto Moreno. Benteke ist Kopfballschlag, Flanke kommt, aber Krull ist da und hält diesen Ball. Milner mit der nächsten dicken Gelegenheit oder der ersten dicken Gelegenheit. Aber wieder ist Krüller und hält diesen Ball sehr, sehr stark. Vorher gab es da, glaube ich, einen Foul. Nee, es war ein versuchtes Foul. Aber wurde ja nichts draus. Boscali versucht mit dem Fallrückzieher. Optimistisch, aber kannst du mal versuchen. Christian Benteke hat sich da außen wunderbar durchgesetzt. Und jetzt zurück auf Mario Götze. 1:0. 24. Minute. Führungstreffer durch Super Mario. Super Mario, ja, wir wollen ja nicht zu sehr übertreiben, aber ganz, ganz stark von Benteke, der sich hier durchsetzt, gegen Taylor war es, glaube ich, und dann die Übersicht behält. Ich hätte auch selber abschließen können, aber ich wollte, dass Götze das Tor macht und er macht es, also galt, wunderbar, damit führen war und Götze macht sein, ich glaube, drittes Tor. Klein und am zweiten Pfosten steht Benteke, der ist größer als Janmaat, aber macht leider nicht das Tor. Mann, warum muss ich die ganze Zeit husten? Das war bisher der gefährlichste Torschuss von Newcastle. Das war eine Rückgabe von Emre Can. Also von denen kommt bisher leider Gottes, also was heißt leider Gottes? Schön für mich, aber aus ihrer Sicht leider Gottes nicht viel. Bisher das gefährlichste war vorher ein Kopfball von Doumbia, der war weit, weit drüber ging. Firmino mit der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Spielt den Ball auf Coutinho, der mit seinen Dribbling-Skills. Coutinho, schöner Versuch. Und Krüll ist da und dann gibt es den Eckball, nachdem Janmaat klärt. Aber wir sind am Drücker. Milners Ecke, Boscali kommt nicht ran, Benteke, versucht abzulegen, aber das wird hier nichts. Nochmal zurück, das ist jetzt Götze, der hat natürlich die Ballkontrolle, um das Ganze zu behaupten hier. Macht das nochmal scharf, aber ja, das war ein schwacher Pass. Und jetzt Newcastle mit der Chance, Marvo, oi, oi, oi. Klasse Parade von Karius, erstmals geprüft in dieser Partie und das war direkt viel zu offen, warum eigentlich? Aber gut, schöne Parade. Oh, 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 das ist TOT und ich kann Spieler nicht wechseln. Chai TOT macht den Ausgleich. Ich konnte einen Spieler nicht wechseln. Ihr habt vielleicht das Klacken gehört. Ich habe es versucht, es ging nicht. Es ging nicht hier. Ich habe dreimal versucht, einen Spieler zu wechseln. Ich habe nie den bekommen, den ich wollte. Und TOT macht den Ausgleich. Wie bitter ist das denn? Jetzt müssen wir pushen. Götze geht durch drei durch. Ist am vierten vorbei. Die Flanke Benteke kommt aber nicht ran. Firmino mal mit einem Solo-Run, aber der ist jetzt natürlich hier kurz vorm, ja, 16er komplett beendet, auch weil sich keiner angeboten hat. Moreno setzt sie nochmal durch gegen Sissoko. Gute Flankengelegenheit. Flanke, zweiter Pfosten. Da kommt Origi nicht im Kopfballduell ran. Aber vielleicht kriegen wir den Ball nochmal. Das ist nämlich nicht gerade sicher, was sie hier spielen. Aber gut, kommen wir erstmal zumindest nicht ran. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr auf Offensive, wechseln doppelt und auch Newcastle wechselt Doumbia aus und bringt dafür wahrscheinlich Mitrovic. Ja, so sieht's aus. Bei uns kommen einmal Lorenzo Insigne und Daniel Sturridge und zwar für Götze, der ein starkes Spiel gemacht hat und für Firmino, der unauffällig war, aber wenn er am Ball war, gut war. Schauen wir mal, was noch geht. Und da ist direkt mal Daniel Sturridge, geht auf der Innenbahn in den 16er. Okay, da könnte Origi rankommen, theoretisch. Kommt er auch und Benteke und... Warum fällt er? Warum köpft er nicht? Warum schießt er nicht? Warum macht er nicht irgendwas? Warum muss er hinfallen? Wieder Sturridge, der macht da außen jetzt Alarm. Zieht in die Mitte, Pass in die Mitte. Da ist Insigne, da ist nochmal Sturridge. Und da könnte jetzt Benteke sein. Und jetzt Origi. Und da ist Insigne, Mann, warum... Oh, was ist denn los? Warum geht denn auch er nicht zum Ball hin? Boscali, der geht richtig hin und Krüll ist da. Meine Güte, jetzt alles nach vorne.
Jetzt ruppen die hier nur noch rum. TOT macht das Tor und dann so ein Foul. Was soll sowas? Und damit ist es vorbei. Wir spielen nur 1:1 gegen Newcastle. Das ärgert mich besonders, weil ich Newcastle halt so mag und weil ich die unbedingt schlagen wollte dementsprechend. Ganz, ganz bitter, dass ausgerechnet TOT dann so ein Ding reinhaut, ist natürlich auch bezeichnend. Und dann fliegen Insigne und Sturridge, die beiden Eingewechselten, so knapp am Ball vorbei. Wir hätten den Sieg doppelt und dreifach verdient gehabt, aber wir schaffen es halt nun mal nicht. Und deswegen sind wir nicht Erster, sondern nur Tabellenzweiter und müssen die nächsten Partien ranklotzen, damit wir wieder unsere Primus-Position zurückbekommen. Für den Moment sind wir erstmal Tabellen, ja, sekundärer Primus. Ach, so eine Trainingseinheit nach einem Unentschieden ist immer nicht so schön wie nach einem Sieg. Das sieht man auch hier, denn es steigt keiner, aber wir haben immerhin sehr gute Ergebnisse eigentlich. Und wir gehen direkt rein ins nächste Spiel dieser Episode. Wir sind Tabellenzweiter und Chelsea hat noch nicht gespielt. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie das heute laufen wird gegen den Vierten aus West Brom. Das wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Wir wollen natürlich die Tabellenführung wieder haben, aber dafür müssen wir auf jeden Fall die nächsten Spiele alle gewinnen und hoffen, dass Chelsea irgendwann patzt. Und deswegen würde ich sagen, springen wir rein und ich wünsche euch viel Spaß. Es wird übrigens Überraschung geben. Das kann ich schon mal wegnehmen. This is Anfield und es ist ein wunderschöner Dezembertag im Stadion und jetzt muss ich hier mal eben das Video pausieren, was ich gerade hochgeladen habe. Der Reds, ich bin sehr gespannt, wie es heute laufen wird. Wir sehen da schon ein paar Schiedsrichterschuhe und gerade auch Nathaniel Klein, der reinspaziert ist. Die Fans in bester Stimmung, wir wollen natürlich heute siegen und das ist unsere Devise gegen den Tabellenvierten, also absolutes Topspiel. Spieler im Fokus natürlich die beiden Top-Torschützen der Liga und zwar James McLean und Divock Origi, der Ire gegen den Belgier. Mal sehen, wie das heute laufen wird. Natürlich normalerweise ist Liverpool da klar im Vorteil, aber in dieser Saison scheint alles anders zu sein. Liverpool mit Karius, Klein, Schan und Skrittel, der mal wieder sein Comeback gibt. Davor dann Moreno, Coutinho, Milner, Sturridge, Origi, Götze und Benteke. Das heißt noch eine Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Newcastle, aber die in der Innenverteidigung mit Skrittel doch schon relativ markant, wenn man bedenkt, wie lange er nicht gespielt hat. You'll never walk alone, unsere Fans, mal wieder in absoluter Bestform. Und bei West Brom schauen wir uns die Aufstellung auch an. Foster, Gamboa, Olsen, Evans und Pocon, Yoli, Fletcher, McManaman, Gardner, Morrison, McLean und Saido, Berraino. Wir haben viele Nationalitäten, Gamboa beispielsweise Costa Rica, Olsen, Schwede, Evans, Nordirland. Pocconioli ist Belgier und Forster ist Engländer. Das heißt, wir haben eine sehr Multikulti-Defensive. Vielleicht ist das für uns ein Vorteil. Wir haben Multikulti-Stürmer und damit springen wir jetzt rein und klatschen die weg. Und direkt der erste vielversprechende Angriff. Sturridge ist schnell genug für die Defensive von West Brom. Bringt den Ball nicht im Tor unter Coutinho und Forster ist heute vielleicht früher abschließen müssen. Wieder startet Daniel Sturridge in die Lücke. Legt sich den Ball auf den starken Linken. Die Flanke rein, aber direkt auf den Kopf von dem Verteidiger. Benteke und Origi! 1:0! 15. Spielminute, Anfield tobt, denn Divock Origi ist der neue Torschützenkönig der Premier League. 10. Saisontor, Vorlage durch seinen belgischen Landsmann, der auch für Götze in der letzten Partie aufgelegt hatte. Und den macht er eiskalt rein in die linke Ecke. Forster ohne Chance, ganz schwach verteidigt von Olsen da. Und auch Gamboa steht da eigentlich nur in der Gegend rum. Das ist auf jeden Fall ein schöner Angriff, das ist ein schöner Abschluss und damit führen wir 1:0. Herrlich! Das ist an sich wunderschön gespielt. Benteke auf der Außenbahn. Kann er mit den Übersteigern sich durchsetzen. Ha, der Ball in die Mitte kommt aber nicht. Zumindest nicht präzise genug. Übrigens, Benteke, kein Spieler, den wir für ewig halten wollen. Ich muss es nur mal nebenbei sagen, falls da Missverständnisse aufkommen. Ich plane den nicht als A-Stürmer, nur momentan ist er zu gut, um ihn rauszunehmen. Momentan. Origi mit der Balleroberung. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Konterangriff über Divock Origi auf Philippe Coutinho. Und der wird da aufgehalten. Der war auch gerade, hat sich schon einmal von Olsen irgendwie auf den Hosenboden klatschen lassen. Aber Milner mit der Balleroberung und dann so ein schlechter Pass von mir. Und wieder Origi mit der Balleroberung. Jetzt auf Benteke. Nicht schön gespielt, aber Benteke, ah. Also die stehen defensiv halt wirklich gut, machen das ordentlich, verteidigen das gut. Jetzt Götze, Finessi, ah, der Pfosten rettet für Forster. Passt ja irgendwie. Ah, von denen kommt bisher noch nicht viel und wir kratzen am 2:0. Oh, schon wieder so eine gefährliche Szene, Pocconioli. Typisch Hannover verteidigen. Und damit ist Halbzeit an der Anfield Road. Wir führen mit 1:0 gegen West Bromwich Albion und das total verdient. Bisher von McLean und Co. in der Offensive noch gar nichts zu sehen. Nur defensiv sind sie ordentlich am Ackern. Divock Origi bisher der einzige Torschütze. Das reicht uns aber noch nicht. Wir brauchen mehr Sicherheit. Haben wir ja zuletzt gegen Newcastle gesehen. Das heißt, wir gehen jetzt aufs 2:0. Oh, das könnte böse enden. Es gibt, was gibt es? Gelb, okay, alles klar. Ich hätte mir auch rot vorstellen können, denn das war ein Tackling, das natürlich sehr böse war. Von hinten in die Beine. Eigentlich wollte ich einen Ball spielen, aber habe ich dann natürlich überhaupt nicht getroffen.
Benteke gegen die Laufrichtung. War an sich gut, aber Sturridge Flanke war vielleicht ein bisschen zu, naja, lasch. So, und Benteke hat jetzt Feierabend. Wir geben ja, Jordan Ibe mal wieder die Chance. Der kommt auf die rechte Seite. Sturridge rückt ins Zentrum. Mal sehen, was der da so bewirken kann. Und mal sehen, was Ibe auch rauszaubern kann. Schöner Ball auf Sandro und das ist gefährlich und Karius steht viel zu weit vorne. Sandro mit der Flanke und Karius kratzt den weg, bevor da, ich weiß nicht, wer an den Ball rankommt. Oh, ein Klein hält in dem Spiel, sehr schön. Jetzt biefen sich hier Rondon und Emre Can, aber wir nehmen den nächsten Wechsel vor. Ja, da sieht man jetzt hier nicht, aber Götzes Tag war es nicht, der geht jetzt raus, Insigne ist drin. Vielleicht kann der in der Mitte mal ein bisschen mehr mit seiner Schnelligkeit tun. Das war ganz knapp, wäre hochgesprungen, wäre das, glaube ich, der Ausgleichstreffer gewesen. Nächste Flanke, aber drüber. Und da ist Jordan Ibe mit seinem Tempo vorbei an Sandro, dem Brasilianer. So, und jetzt die Frage, was machen wir? Gehen in den 16er, flache Flanke. Nee, sie kommt hoch und das war natürlich überhaupt nicht so gewollt. Schade eigentlich, weil das war schön gemacht. So, Musonda ist jetzt auch noch drin, haben wir da gerade schon gesehen. Und jetzt Sturridge raus auf Jordan Ibe. Und der ist hoffentlich schnell genug. Ja, ist er. Holt sich den Ball. Und jetzt gegen Evans. Er müsste schnell genug sein. Geht in den 16er. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Er spielt ihn zurück und Insigne war nicht rechtzeitig da. Die zweite Szene, wo ich viel zu überhastet abschließe. Warum warte ich nicht einfach ein bisschen? Aber Milner holt sich den Ball wieder. Und am zweiten Pfosten wartet Charlie Musonda auf, mein Junge. Was ist denn heute los mit dem Hinfallen? Köpf ihn doch einfach rein. Freier kommst du doch nicht mehr zum Abschluss. Und jetzt schickt Musonda Sturridge auf die Reise. Der ist schnell genug, ist an Olsen vorbei. Ja, der Abschluss stimmt noch nicht ganz, aber wir dürften das jetzt eigentlich gewonnen haben. Müssen normalerweise aber viel höher führen. Nochmal Musonda mit seiner Technik natürlich jetzt hier im klaren Vorteil. Normalerweise gegen Sandro setzt sich da auch durch. Oh, und dann so eine dämliche, dann legt er sich den Ball so weit vor. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier technisch heute los, dass das nicht funktionieren mag. Wir stolpern andauernd und wir legen uns den Ball zu weit vor. Aber es ist egal, denn wir haben gewonnen. Wir gewinnen also mit 1:0 dieses zweite Spiel, das zweite gespielte Spiel dieser Episode gegen West Bromwich Albion, gegen den direkten Konkurrenten und sind damit wieder auf dem ersten Tabellenplatz, solange Chelsea nicht gewinnt, wenn sie gewinnt natürlich nicht. Origi war unser Torschütze, unser Held des Tages natürlich. Ansonsten muss auf jeden Fall daran gearbeitet werden, dass wir unsere Chancen effektiver nutzen, beziehungsweise einfach auch mehr Chancen rausspielen. Aber das sieht trotzdem sehr, sehr gut aus und so kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, langsam stürzt West Brom ab, aber das soll uns ja nicht jucken, denn wir sind weiter oben mit dabei. Die anderen Spiele, Crystal Palace gewinnt gegen Southampton, Sunderland gegen Watford, Norwich verliert gegen Everton und Stoke gewinnt gegen West Ham. United noch nicht gespielt und Chelsea sehen wir noch nicht. So, jetzt sind wir wieder am Neuling dabei und zwar Kollege Origi und der ja, fügt sich natürlich mal wieder mit dem F ein. Aber Masuaku steigt auf 76. Langsam kommt er immer näher an Moreno ran. Wir haben mal wieder eine Nationaltrainer-Offerte. Wir sind im Dezember 2014 und ich werde sie annehmen. Und zwar kommt sie von Österreich. Finde ich sehr cool. Die werden wir auf jeden Fall mal versuchen, ja, durchzubringen. Und schauen mal, was nach der EM ist. Danach können wir immer noch aufhören. Aber für den Moment auf jeden Fall relativ cool, finde ich. Ihr seht, Chelsea hat nicht gewonnen. Wir sind Tabellenführer. Olle! Wir sind zu Gast bei Watford und wir verteilen mal Chancen. Karius spielt, Skrittel spielt nochmal. Masuaku darf sich mal beweisen. Henderson spielt und auch Insigne steht mal für Origi wieder drin. Mal schauen, wie das jetzt funktionieren wird. Watford normalerweise ein kleines Thema, das muss nichts heißen. Vor allem, weil wir auswärts spielen. Momentan ist Watford 18. Da haben die letzten drei Spiele gegen Sunderland, Norwich und Tottenham jeweils mit 1:2 verloren. Aber wir wissen alle, das muss nichts heißen im Karrieremodus. Gerade in der Simulation spielen wir wieder mit einem Stürmer auf der Außenbahn und zwar mit Bergwijn. Ach ja, klar, der ist ja ein linker Flügelspieler, dementsprechend Stürmer. Sturridge kriegt die erste gelbe Karte nach 15 Minuten und Skrittel verletzt sich. Ja, Masuaku kriegt nochmal gelb. Also bisher passiert hier nichts, was irgendwie ja, toll wie. Ja. Ja. Igalo macht das 1:0. Amrabat verletzt sich, aber das juckt mich nicht. Hallo, wir brauchen Tore. Freunde. Ich bitte euch. Ich möchte zu diesen Simulationen. Bah. Skrittel fällt 7 Tage aus, aber muss natürlich auch nicht ausgewechselt werden. Also bei Masuaku, Henderson, Skrittel und Insigne hat sich das richtig gelohnt, dieses Spiel. Der Junge kann sich bei uns nicht richtig durchsetzen, deswegen sagen wir mal, wir setzen ihn zumindest auf eine Leihliste vor der nächsten Episode. Mal sehen, ob da irgendwas kommt. Training nochmal vor dem letzten Spiel für diese Episode und das sieht von den Ergebnissen her sehr, sehr stark aus. Auch bei Origi diesmal und ja, kann man auf jeden Fall so machen. Letztes Spiel, Leicester, Karius, Can Boscarli, Klein Moreno, Milner, Coutinho, Götze, Sturridge, Origi und Benteke. Ja, Firmino nur auf der Bank, aber das liegt daran, dass Sturridge mir momentan gut gefällt.
Leicester ist übrigens nicht Leicester, sondern 18. also ganz nah am letzten Platz dran, aber haben gerade 2-1 gegen Chelsea gewonnen und 1-1 gegen Everton gespielt und die sind bekanntlich jetzt mittlerweile Tabellenführer. Oh mein Gott, aber wir spielen zu Hause, vielleicht bringt uns das was. Am ersten Weihnachtsfeiertag, das heißt, es ist Boxing Day in der Premier League. Und nach 2 Minuten gibt es hier, oder 7 Minuten gibt es schon viele Tore, bei uns ist noch nichts passiert. Sie viel spielen vorne mit Ujoa und Okazaki. Natürlich ist der Abgang von Vardy eine ganz, ganz große Hausnummer. Auch Mahrez spielt heute gar nicht. Aber nach 45 Minuten, endlich, Benteke. Deswegen ist er momentan so wichtig und jetzt kommt Mahrez rein. Götze mit dem 2:0. Das ist super, so möchtet ihr das sehen. Herrlich, Alves für Sturridge mittlerweile drin. Ansonsten haben wir noch nicht gewechselt. Für Mino also nicht in der Partie drin. Aber es scheint zu reichen für einen 2:0-Sieg. Das ist souverän, das gefällt mir. Und Newcastle spielt nicht nur gegen uns 1:1, sondern auch gegen Everton und damit sind wir neuer Tabellenführer zum Abschluss dieser Episode. 38 Punkte und damit 1 Punkt Vorsprung vor Everton und dem FC Chelsea. Super Leistung auf jeden Fall von uns, auch wenn wir schon 4-mal verloren haben und die nur einmal. Aber das soll mir egal sein, ganz ehrlich, denn wir stehen auf Tabellenplatz 1, haben noch ein Spiel in der Hinrunde gegen Sunderland. Das gibt's nächste Episode, danach geht's in die Transferphase. Dann wird wieder auf Twitter einiges passieren. Das heißt, auch für mittlerweile ist das Ganze ja schon vorbei, mittlerweile schon aufgenommen. Aber für die noch nicht gefolgt haben, macht euch einen Twitter-Account. Es lohnt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Hansus, FIFA Golds United, Badeschlappen, die alle sind da. Die ganzen YouTuber, die ganzen Fußballer und alle sind auf Twitter, es lohnt sich da auszuchecken beziehungsweise da vorbeizuschauen, sich einen Account zu erstellen und mir zu folgen sowieso und dann könnt ihr auch teilhaben an der Entscheidung für den Karrieremodus hier mit dem FC Liverpool. Das war's von dieser Episode, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes, wie gesagt, wären richtig, richtig nice, ich weiß, ihr könnt das schaffen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, haut rein, passt auf euch auf und ciao.